Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel dringend weitere Regelungen für die schnellere Abschiebung von Migranten gefordert. Die EU-Kommission müsse zügig ein neues Gesetz vorlegen. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die Staats- und Regierungschefs, sie seien entschlossen, die EU-Außengrenzen zu schützen mit allen Mitteln, die zur Verfügung stünden und unter Beachtung des europäischen und internationalen Rechts. Bundeskanzler Scholz betonte, wer wirklich Schutz brauche, für den werde es weiter Schutz geben. Aber es könne nicht jede und jeder kommen.